So, los, herzlich willkommen hier bei Mega Man X Legacy Collection. So, die erste Collection, so gibt zwei davon. So, hier im ersten Teil sind die ersten Tier Mega Man X, also Teil 1 bis 4, sind da drin. Und was 10 Euro war jetzt im Angebot, sonst 20 oder 30 Euro oder was? So, 12 GB, so. Erste Mega Man, ganz normal Collection, hab ich auch schon gezeigt. Das sind die ersten 6 Mega Mans, die es schon auf Game Boy und so weiter gab. Die habe ich alle gezeigt in der Collection. Zweite Collection davon muss ich noch zeigen, wo die Teile 7 bis 10 drin sind. Mega Man 11 gibt die auch schon, aber egal. So, hier ist die Mega Man X Serie. Und dann gibt noch Mega Man Zero Collection. Da ist aber hier mit dem roten Roboter, mit der Tutsi oder was. Das ist eine extra Collection. So, jetzt zeige ich die Mega Man X Collection halt. So, erstmal was man sonst so machen kann. Hier im Museum halt. Kann Musik aussuchen. Musik kann man aussuchen, dann hier die Produkte. Ja, geht dann halt immer so weiter. Wie stehen die ganzen Lieder, sind alle da drin. Ja, ist halt da viel zu zeigen. So, kann man hier noch Produkte sehen, Trailer brauchen wir nicht zu sehen. So, dann hier Galerie, hier ist noch so ein ganzer Film drin. Ein Zeichentrickfilm, das sind 4 Teile, aber leider nur in Englisch. Ja. Auch ganz cool gemacht. Aber leider in Englisch halt. Ja, geht halt darum, Mega muss halt da Sigma, das ist halt letztendlich genommen. Der bekämpft ihn halt. Wahrscheinlich gucke ich mir noch an. Ist cool gemacht, so erstmal dazu gezeigt. Tschüss. So, keine Zeit dafür. So, gibt mir noch hier Produkte. Kann man halt hier sehen, Actionfiguren, was alles früher gab halt. Da ist das schon cool. Die gab es früher zu kaufen, davon wusste ich nichts, okay. Dann noch mehrere Sachen hier. Auch hier, welche schnell die auskamen und so weiter. Kartenspiel, aber gut, egal. Darum geht jetzt nicht hier. So, war dann quasi auch schon alles so eine Galerie. Ja klar, hier einfach nur ganz normale Bilder. Von Endgegnern, keine Ahnung. Aber Bilder halt. So, okay. So, das war erstmal damit. So, dann jetzt, dann gibt hier noch Challenge Mode, das ist neu. Das hab ich schon gar nicht gemacht. Ja, gegen zwei Endgegner auf einmal kämpfen. Wird wohl schwieriger sein, je nachdem welche, habe ich schon mitgemacht. So, fangen wir hiermit an. Anfängermodus, ja, keine Ahnung, wird dann wahrscheinlich Anfänger sein, einfacher sein. So, was haben die gesagt? Die ersten 4 Teile gab es auch im Super Nintendo. Und, was ist denn hier? So, wie gesagt, die gab es auch im Super Nintendo. Boah, Arschloch. So. Scheiß Stuhl an meine Füße. So, aber ich bin ja blöd. Mach dir Passwort, der Anfang von dem ersten Level braucht keiner zu sehen. Deswegen geht den Passwort, das habe ich mir schon seit 10 Jahren ständig mit mir rum. Aufgehoben habe halt. Das klappt sogar immer noch. Jetzt fange ich direkt eine Stage-Auswahl an. Direkt halt, ja. Beim letzten Gegner. 6x6, 3x6, so tschüss. Kommt sogar Maus, wenn ich, egal. Wenn ich. So. Mal kommt so ein Anfangslevel, so ein Tutorial quasi. Und dann hat man hier immer so eine Welt, wo immer 8 Gegner sind. Das war in jedem Mega Man immer so, oder 6 Gegner mindestens. Hier sind halt die Stages. Sind aber jetzt alles gepackt. Deutscher Passwort habe ich auch alles. Außer hier in einem Level gibt es noch eine Spezialwaffe, die heißt Hadouken. Also quasi von Street Fighter so ein Schuss mit 2 Armen. Wenn man den macht, geht aber nur, wenn komplett energievoll ist. Dann ist jeder Endgegner oder jeder Gegner ist dann mit einem Treffer tot. Auch die letzten Gegner jeder. So. Ja, erstmal soll ich zeigen, keine Ahnung, wie der letzte Gegner hat. Ne. Was machen wir jetzt? So, keine Ahnung. Hier ist normal der erste Level, wo man mit startet. Ich zeige jetzt nicht, wie ich da durchpacke. Davon mache ich für ein extra Video. So. So, es ist jetzt auch voll aufgepowert. Normalerweise hat er keine Rüstungsteile. Hier, ich habe jetzt auch jetzt alle Waffen. Energietränke, Tänke. So, bis 10 Leben kann man kriegen, also bin ich abgehauen, okay, ja.
Gut, da geht auch, aber erst wenn man Level nur gepackt hat, nur dann kann man Escape machen, abhauen, speichern. Nö. Sonst bin ich direkt immer da. Hier ist jetzt quasi dann, also zuerst muss man die ersten 8 Gegner so töten. Die ersten 8 Levels. Und dann kommt man hier in so eine Welt, wo immer 3-4 Welten hintereinander sind. Und dann kommen erst zum letzten Gegner. Hier kommen jetzt auch alle 8 Gegner, kämen jetzt sowieso nochmal neu. Als Zeichen, ich zeige einfach nur, wie das Spiel so aussieht und so weiter. So, hier kann man auch die Schüsse aufladen. Die Spezialschüsse. So, da geht man erst, wenn man einen Arm hat. Und jetzt kann man einen normalen Schuss herumlaufen. Sieht dann halt so aus, kann man auch aufladen. Einmal. Zweimal. Und dreimal, dass man erst, wenn man einen roten Arm findet. So, und dann kann man jede Waffe aufladen. Aber funktioniert erst, wenn man lila ist. So. Schutzschild oder sowas. Ja gut, bei den Gegnern funktioniert nicht so. Naja, ich weiß auch gegen was für Gegner gut sind. Hier ist zum Beispiel beste Schuss gegen die Gegner. Es gibt immer andere Schüsse gegen andere Gegner, aber egal. Muss mir zeigen, so gut es kann, ich gar nicht abhauen, gut, egal. So, wird also einfach mal gezeigt. So. Da war halt das erste Teil. Gucken wir einfach mal hier den zweiten Teil mal. Wie gesagt, normalerweise hat man noch keine Rüstung, keine Teile, keine Schuhe, kein Helm. Normal redet er rum als normaler Mega Man, bis er sich verwandelt zu Mega Man X. Muss halt diese Teile sammeln, hier hat auch nichts. Aber mal Game Starter, Passwort gibt auch alles klar, könnten wir im Internet nachgucken. Aber da bringt dann nichts, man muss trotzdem die Teile für die Trophäen, jeden Teil gibt extra Trophäen. Da muss man trotzdem da seine Energietanks und so weiter, alles trotzdem einsammeln und so weiter. Extra. Also mit dem Passwort hat man zwar alles, aber dann die Trophäe dafür kriegst du dann nicht, muss man nochmal neu machen. Und hier kann er wenigstens schon rutschen. Aber also im ersten Mega Man X Teil muss man so Schuhe dafür holen. Aber wenn man die Schuhe hat, da kann man in der Luft hochfliegen und so weiter. In der Luft im Rutschen quasi. Immer mehrere Fähigkeiten halt. Bessere. Also einfach mal hier mal anfangen mal. Guck, hier hat man den Nütz dreimal aufladen. Da kommt er später, weil man muss halt die Hand kaufen mit dem Fuß. Normalerweise so schnell schießen und abhauen und kann auch durchlaufen kommen. So, wie man auch sieht, ganz am Anfang, hier hat man nicht viel Energie. Da kommt dann alles später noch. Je nachdem, wenn man die Anzüge anhat und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo man hinläuft, ey. Schlänge her, Strategie gezockt hat den ersten Teil, wie gesagt, kann ich auswendig. Zweiten Teil, wird aufgezockt, es lässt nämlich rein, bin ich tot. Da sollte man nicht rein fliegen, sonst ist man. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. So. Jetzt war ich gerade am Leuchten, hätte mich jetzt so reingeschmissen, wäre ich tot. So, in der Wand kann man noch springen. Geh doch mal Zeit, ey, rumgenervt, ey. Kann man jetzt ein Video machen, ey. So, sollte man schnell hier so hochgehen. Ist mal kurz. Man nervt mich jetzt hier, da kann ein Video machen, was. So, hier war der Anfangsstage, jetzt kommt hier der erste Endgegner, was. Gleich. Erster Endgegner, so ein Krüppel-Endgegner ist das halt. Kein richtiger von den 8 Gegnern, wo man sich aussucht. So, ist hier nur so ein normaler Roboter, der kann eigentlich gar nichts. Wenn man nicht weiß wie, dann stirbt man trotzdem schnell. So, ist halt hier jetzt quasi der Anfang halt. Ja, die haben immer so viel Energie. Wie man sieht, er zieht recht schnell viel ab. Nur ein bisschen aufpassen. Ist jetzt kaputt. Oder ich. So. Und knapp, ja, wie gesagt, schon länger her. Ja, spektakulär, so. Ja, so. So, dann haut ab, dann kriegt man mal ein Passwort und so weiter. Jetzt erklärt er da die ganze Geschichte und so weiter. Und wie gesagt, hier ist Teil 2 von X. Also, dann vielleicht gleich noch zweite Collection und da weiß ich nicht. Also, da ist dann das erste Mal, dass das hier von 2D irgendwann am 6. oder 7. Teil geht dann in 3D über. Naja, das gefällt mir im Ganzen gar nicht. Scheiße, da 3D da rumzufuchteln. So, wie gesagt, dann hatten wir jetzt hier 8 Levels zur Auswahl. Und dann später kommt dann hier halt hier der Endgegner-Level hier unten hin, wo dann 3-4 Levels hintereinander sind. Hintereinander, ja, so, man muss das schon packen. Also, die kann man nicht speichern. Doch, vielleicht jetzt kann man sie speichern. Und jedes Mal, wenn man Passwort gekriegt hat, muss man den letzten Level, wo 4 Levels sind, muss man immer wieder von
ersten Anfang halt. So, und am dritten oder vierten Level, dann kommt halt die letzte Gegner, was ein bisschen komisch zu erklären, aber willst halt. So, na gut, zeigen wir mal hier Teil 3. Wie gesagt, wenn dann zeige ich den ersten Teil, wie ich ihn durchpacke oder so. Jetzt hier auf der anderen Kram habe ich jetzt kein Nerv drauf. So, sonst wird das Video hier auch viel zu lang dauern. So, für alle drei Teile, was weiß ich, den ersten Teil kann man, wenn es schnell ist, unter eine Stunde packen oder so, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Muss schon sauschnell sein. Wenn man noch die Spezialwaffen holen muss, muss man an der einen Stelle ein paar Mal kaputt gehen, damit die Kapsel kommt und man ein neues Waffenteil kriegt. So, habe ich hier so weiter noch so alles erklärt. Nur gerade gucken, ja, Grafik hat schon nicht viel verändert zu Super Nintendo. Also dann hier ab Teil 3 und Teil 4. Und dann kann man auch mit Zero spielen, mit dem roten Roboter. Hat so ein Schwert halt. Die kann man auch wechseln in den nächsten Teilen halt immer. Maß man sonst hier nur Mega Man. Da wie gesagt, jetzt kann man auch den roten noch, glaube ich, jetzt holen. Damit man sieht, hier der ist schon aufgepowert. Da war für Schuhe, ja, sonst alles, ja, ich hab noch gar nichts. Muss man in jedem Teil, muss man mal extra die Teile mal finden, wenn man besser wird, den Enki in der Code machen. Dann kann man von Enki noch die Waffen übernehmen und so weiter. Naja, jetzt wird es auch schwieriger hier alles. Na, kann man machen, ohne dass man getroffen wird, ja, das seht, heute nicht. Gut, erstmals wieder, wie gesagt, ja, tschüss. Sonst gibt es noch geheime Wege und so weiter. Sachen sollte man nicht reinfallen. Durchlaufen. Ganz halt. Guck mal, was hier passiert. Auf, hier ist mal. So, danke. Wie gesagt, in der ersten Teil konnte ich mal so gut, dass ich fast nie getroffen worden bin und bin dann schnell durchgeheizt. Aber egal. Das ist schon 10, 20 Jahre her. So. Gut. Kann ich wahrscheinlich jetzt schon mal packen, weil ich keine Energie habe. Aber gut. Doch noch nicht. Gut, alles klar. Hab's auch nur mal gezeigt. Wenn ich spiele, steht eh in meinen Schuh ab. Wenn, dann zeige ich nur, wie gesagt, die erste Linie mit dem X-Teil, wie ich da durchzog. Wo ich zumindest meine letzten vier Levels, wenn ich Lust drauf habe. So. Ich wollte mal zeigen, so hier, machen kann alles. So, jetzt ist mal Zero. Wie gesagt, hat auch so ein Schwert. Kommt halt erst noch. Kann natürlich hier komplette Schuss aufladen, sogar viermal. Und dann kommt das Schwert. Okay, gut, dann war es so. Fünften Teil oder vierten Teil, irgendwann kommt man schwer, aber so rausholen. Nimmt man sich da noch mehr Energie. Jedes Mal getroffen, ey. Sicherlich. Ah ja, das ist halt auch Frustfaktor, ey. Wird er ziemlich oft getroffen, nervt dann noch irgendwann. Bis man echt erstmal auswendig gelernt hat, quasi. Ah, hier ist der Scheiß. So, jetzt kommt er wieder von der anderen Seite. So, muss man jetzt auswendig lernen. So. Wenn du jetzt mal hier in Enkina kommen oder was? Also als Halbentgegner quasi. Hat doch keine Energieleiste. Ja, ist mir egal, wenn ich jetzt verliere, so ziemlich jetzt nicht. So, das ziemlich nett. Außer hier mein Freund gerettet. Tschüss. Da. Und jetzt kennt man das Mega Man weiter. Wie gesagt, jetzt muss er anfangen. Hier Tutorial, wie gesagt. Dann gleich kann man sich wieder 8 Levels aussuchen. Irgendwann kann man sich ja aussuchen, was mal die andere Person von eben spielt. So. I would. Und das hier Teil 3. So. Gleich hier noch Teil 4. Gucken wir mal. Kann ich mich am wenigsten dran erinnern. Also da war schon PlayStation 1 quasi. Na gut, dann gab es nur die ersten drei nur für Super Nintendo oder knapp ersten vierten Teil auch. Oder glaube ich war nur für PlayStation, ja doch. Ab PlayStation 1 war halt hier dann. So, gut. Und die anderen waren dann alle für PlayStation 1 oder PlayStation 2 noch. So, gut, ja doch, sieht schon nach so einer PlayStation aus, war alles klar. So, gucken wir mal. Jetzt kann man sich hier aussuchen, wie man sieht. Kennt man ja. Zero ist ja schon aufgebaut, hat auch mehr Energie, glaube ich, auch jetzt. Ja, PlayStation 1, ja, also gut.
Huayo, was Hurensohn. Ja, Synchronisation passt kein Stück, wird. So. Sieht ja auch schon ganz anders aus, auch so ein PlayStation 1. Aber auch so ein Tutorial kommt halt, glaube ich, in jedem Teil vor. Aber in der anderen Collection hier, Z-Zero, X irgendwas, kämpft man nur hier mit Zero. Das sind 6 Spiele. Ja, warte, wie viele Teile gibt es dann? Gibt Mega Man X 1 bis 8. Mega Man geht bis 11. Sind wir schon bei 19 Titel. Und dann hier von der Person, hier gibt es noch 6. 25 Mega Mans, alles klar. Und die Abklatsche gibt ja noch Tausende. Ah, hier, wie gesagt, das Schwert kann gar nicht schießen, oder? Habe ich ja gesagt. Man sieht hier Optionen, sieht auch ein bisschen anders aus. Das finde ich ein bisschen komisch, das hier gefällt mir schon gar nicht. Lass schon mal Ruhe, ey. Dass das mir so schlagen kann. Die Endgegner sollen ziemlich wenig aushalten, wenn man das da macht. Schüsse und so weit kriegt man ja trotzdem von den Gegnern. Was ist denn hier los? Naja. Wie gesagt, weiß nicht, ob ich das hier jetzt spiele. Aber noch genug andere richtige Spiele, deswegen. Das hier geht mir jetzt nicht ab, ehrlich gesagt. So, hier Teil 4, echt nicht. So, Teil 1 will ich auf jeden Fall weiterspielen. Sonst auf jeden Fall eine gute, gelungene Dings. Probier ich das hier noch gerade. Hab ich bis jetzt noch nicht ausgespielt gegen 2 Endgegner. Wahrscheinlich wird das jetzt wohl gut in die Hose gehen. Mindestens mal in die Hose gehen, das da, ey. Also man kann auch noch online, kann man auch gegen andere Gegner spielen. Wahrscheinlich schon die Endgegner oder nochmal anderen Mega Man gegen Mega Man oder was. Alles nett. Auf jeden Fall ganz gute gelungene Collection. Kann man nicht sagen. Für alle 4 Teile hätten wir sich schon gewünscht, dass man Saturn nicht immer eine Kassette immer auswechseln muss. Gut, bei Emulatoren hat man so, wenn man es will. Naja. Wie gesagt, das hier war jetzt nur erstmal so, um zu zeigen. Es scheint da wohl ziemlich viele Dinger zu geben. Also, 3 Waffen. Da muss man natürlich wissen, welche gut sind gegen die Gegner, weil ein super Hadouken von Street Fighter, die Waffe hat man ja nicht. So, Feuer ist natürlich gut gegen den. Wahrscheinlich gegen beide, sind beides Feuertypen. Und am besten nur Feuerdinger. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer der andere Kram hier ist. Mir ist doch egal. Jetzt, ich muss jetzt den gegen die beiden noch was. Scheiße, aber gut. Ja gut, zeig mal, wie ich meinen Endgegner jetzt. Also jemand einen besiegt, den Pinguin, das weiß ich. Jetzt einen anderen. Die Taktik kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da ging 2 Schnacht. Man kann auch jetzt hier die Wand hochgehen und so weiter. Kann ich nicht springen, springt der. So, dann kommt sowas hier auch noch. Was ist das hier für ein Feuerschuss, ey? Das ist ja voll schwul, ey. Wie gesagt, was ist hier? Gut ist hier, falscher Schuss hier oder was? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, gegen 2, das ist was ganz anderes Thema hier, ey. Ah, ne, nervt nicht, der rum, ey. Geh mal aus Zeit, ey. Das habe ich jedes Mal getroffen hier. Hammer, ey. So, hab mal einer jetzt hier gleich mal weniger. Ist mir egal, ey. Ich habe genug Energie. Kann eigentlich nichts passieren, ey. Quasi. Werde ich mal packen, ey, ohne dass ich die verliere jetzt. Ist mir egal, ich bewege mich nicht mehr. Mal besser ist halt mal so. Einfrieren, so einer mal weg. Gut, das wird der andere wohl kein Problem mehr sein, weil jetzt kommt der Eissturm. Und doch, der Pinguin kann einen Eissturm machen. Ich habe hier die falsche Waffe, glaube ich.
Wie gesagt, sonst kennt man die auswendig. Der macht die Attacke, dann kann man nochmal dahinter springen und schießen. Jetzt springt er, er rutscht. Ja. Wurde ab und zu mal nicht aufgepasst. Können wir mal Schuss mal aufladen, vielleicht springt das ja was. Na, das bringt schon mehr. Eine falsche Waffe eben ausgesucht, aber egal. Komm, mach den nicht da platt. Plattlaus, so. Na, doch noch so schwer, wie ich dachte. Zum Glück hätten wir auch volle Energie, hätten wir die nicht. Sieht die Sache ganz anders aus. Wie ich meins abgeschlossen, man auch endlich nochmal gezeigt. Gut, mehr wollte ich erstmal nicht. Was kriegt man jetzt? Energie oder was? Was weiß ich noch, was gerade war. So ist dann hier, das ist Stage 1, zweite Match. Und dann kommen halt so immer mehr Dinger dabei. Besten ist, ja, das war wahrscheinlich nicht so gut. Aber wir kriegen noch Trophäen, wenn sich da einträgt oder was. Wo bin ich denn? War ich nicht dabei oder was? Naja. Ja. Kann Leute noch zugucken. Naja, gut. Naja. So, gut. Dann bin ich dann hier soweit alles gezeigt. Wie gesagt, ist eine gelungene Collection. Kann ich sagen. Aber Story geht durch. Okay. Ja. Kann man viel machen. Für Zeitvertreib ganz gut. Klar, okay, ich habe die Spiele schon tausendmal durchgezockt. Außer hier 2, 3 und 4. Das ist schon länger her. Da war die auch schon einmal oder so durchgespielt. Hier X habe ich schon Millionen mal durchgespielt. Deswegen kenne ich mich da hundertprozentig gut aus. Vielleicht, wie gesagt, zeige ich davon, wie ich da komplett durchspiele. Also mal gucken, wenn ich Lust drauf habe, eine Laune drauf habe. Aber noch genug andere Spiele. Ich wollte nur mal zeigen. Ja, was gibt noch englische US-Version? Ja, japanische Version gibt wahrscheinlich auch noch davon. Deswegen, so. Würde ich nochmal sagen. Ja. Hat euch das Video gefallen? Liken, abonnieren. Von Spielversion ändern, wie gesagt, hier japanische Version. Gut. Ja, Daumen hoch dafür für die Collection. Und dann sage ich mal, euch noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen und Tschüssi. Das war's hiermit.